Es ist der 19. März 2023 und ich bin hier auf einer Tagesbusreise nach Luxemburg und hier zurzeit in der Unterstadt, im sogenannten Grund. Hier gehe ich jetzt mal rauf in Richtung Jakobsturm. Das ist hier das sogenannte Rahmplateau. Und das wird von allen Seiten von der AZ umspült. Ach, da geht's runter, ne? Da geht's später runter. Ich finde mich hier auf der sogenannten dritten Ringmauer. Die ist aus dem 15. Jahrhundert. Das ist jetzt der Jakobsturm. Guck ich mal, dass ich da gleich reinkomme. Das ist auch die sogenannte Dinselpforte. Man nennt das auch das alte Trierer Tor. Jakobsturm. Baut im 15. Jahrhundert. So hatte sie eine Zugbrücke. Wir waren früher mal Geschütze untergebracht. Dann nochmal ein Blick auf die Kasematten. Das sind die Hochhäuser am Kirchberg. Diese drei Haupttürme und ein ganz runder Turm, die haben wir in den letzten Jahren wieder renoviert. Auf dem Plateau befindet sich jetzt ein Altenheim. Dann stürze ich mich mal in die Tiefe. Da haben sie einige Tafeln gemacht, da ist immer alles schön erklärt. Dann gehe ich jetzt gleich mal links rein und zwar zu der Kirche St. Johann auf dem Stein. Die Kirche hat eine wunderbare Lage hier an der AZ. Jetzt sind auch die Buntglasfenster. Hier auf dem Gelände ist auch eine Abtei, die Abtei Neumünster. Angelegt hat man die Kasematten 1644 oder ab. Aber schon mal gesagt, da sind 17 Kilometer noch begehbar. Stierchen heißt die Brücke. Na dann nichts mehr rüber. Ja, links geht's gleich hoch wieder zur Stadt. Unterhalb sind ein paar schöne Gärten. Ja, zurzeit ist ja noch nichts am Blühen da. Im Sommer sind hier viele Eidechsen.
ziehe ich mal in den Turm und gehe runter zur AZ. Bin ich wieder eins tiefer im Turm. Wo geht's denn hier raus? Ah, ist das ein Gefängnis? Ah, dann muss ich wieder zurück. Immer sehr informativ, die Tafeln. Graf Johann der Blinde, den Bau der großen Stadtmauer, deren Bauarbeiten sich über 100 Jahre erstreckten. Die ersten Frühlingsboten. Rechts von der Brücke ist gleich der Bockfelsen. Erbaut 1700 und wahrscheinlich 1055. Auf dem Bockfelsen stand früher eine Burg. Das war 963. Ich kann auch besser sehen. 1735. Sieht doch von der anderen Seite aus. Einfach eine interessante Stadt mit viel Geschichte. Hört sich an, als wenn da Bimmelbähnchen gleich kommt. Weiter geht der Rundgang. Ein Türmchen gibt es hier genug, zum Beispiel den spanischen Turm mit herrlicher Aussicht. Das nächste historische Denkmal sind jetzt die drei Türme. Na, da kann man das Bauwerk ja schon sehen. Unten an der LZ sind jetzt auch mehrere Türme. Auch ein Eingang zu den Kasematten, das ist auf dem Kirchberg auf der anderen Seite. Hier unten die Befestigung vom Tintenberg, dann kommt das Eicheltor, das Hospitaltor, das Zischentor, dann die Eisenbahnpforte. Da gehe ich glaube ich nächstes Mal runter. Drei Türme, ein quadratischer Mittelturm. Der stammt aus der Zeit, wo der zweite Befestigungsring gebaut wurde. Vielleicht 12. Jahrhundert. Die anderen beiden stammen aus dem 14. Jahrhundert. Der zieht ja kreisrunde. Von hier aus kann man die drei Türme besser erkennen. Was ist das Pfaffenthaler Tor? 1606. Steht hier. Der Stadt. Das konnte ich jetzt ohne Brille auf den Tafeln schlecht entziffern. So eine Altstadt ist da immer wieder was Tolles. Das Nationalmuseum. Soll ein tolles Museum sein. Von außen jetzt nicht so. Der gefällt mir sowas schon besser.
Da ist die Michaeliskirche im Hintergrund. Mir wolle bleibe, was mir Sinn. Ronde, weil wach? Ja. Das konnte ich jetzt nicht entziffern. Jetzt bin ich gleich auf Goethes Spuren. Der Goethe war nicht so mein Fall. Was war der deutsche Dichterfürst? Das hat jetzt eine Straße und eine Karte. Aber ich mag lieber Ringelnatz. Ja, hier irgendwo hat jetzt Goethe gewohnt. Am Fischmarkt. Das war Goethes Saalbleibe hier. Am Fleischmarkt. Ah, am Fischmarkt. Der Goethe war überall. War ein Dünn. Ich habe gerade gesagt, der Goethe war schon überall. In einem Durchgang ist ja auch ein Lokal. Das müsste schon der großherzogliche Palast sein. Das heißt hier Krautmarkt. Die Kathedrale ist von hier auch nicht weit, die zwei Türme da hinten. Ja, rechts ist jetzt schon der Palast vom Großherzog. Von außen ja ein sehr schöner Palast. Hier gibt es Aufführungen drin. Da war früher mal ein Rathaus drin. Ja, die Gebäude diente schon mehreren Zwecken. Das war am Anfang mal eine Burg. Umgebaut zum Palast, glaube ich, wurde das erst 1890. Interessant soll auch die Wahrablösung sein. Auffallen sie auch die tollen Kamine. Ja, jeder offene Kamin im Palast, der hat so einen eigenen kunsthandwerklich gearbeiteten Schornstein. Sieht wirklich toll aus. Hier die Ecke rum wäre auch der Platz, wo das Reiterdenkmal ist von dem Kaiser Wilhelm. Nein, der war ja kein Kaiser, der war König. Der hätte ja ein bisschen mehr Sonne verdient. Und ich auch. Ziehe ich weiter die Straße am Krautmarkt. Hier steht ein wunderschöner Musikbrunnen.
der sogenannte Rote Platz. Ich habe schon Brunnen 1741. Was dem Brunnen fehlt, ist Wasser. Aus wie der Kopf vom Rembrandt. Na dann, jetzt weiter. Ja, stimmt, das ist ja bald Ostern, noch 14 Tage. Quere ich mal die große Einkaufsstraße. So langsam müsste ich mich jetzt wieder in Richtung alte Sparkasse orientieren. Da fahre ich besser mit der Straßenbahn. Die Fenster gibt es in verschiedenen Farben. Die Straßenbahn kommt übrigens aus Spanien. Habe ich schon im anderen Video erzählt, Straßenbahnfahren ist ja kostenlos. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, bis der Bus kommt. Das ist ja die Straße, die zum Bahnhof führt. Das war die Verwaltung der Eisenhüttenwerke. Da ist heute die Sparkasse drin. Bin ja froh, dass das Wetter gehalten hat. In Koblenz steht so was Ähnliches. Ja, noch 10 Minuten, dann kommt der Bus. Muss ich sagen, Luxemburg ist immer ein Erlebnis. Ja, hier an der Rue Elisabeth Kirchspässe um. Nochmal einen Blick auf die Kathedrale. Da kommt ja mein Bus, die Nummer 1 von 4. Ne, das war er ja nicht. Das ist er. Und schon beginnt die Heimfahrt. Und dann ist ja nicht weit. Ich denke, das ist 160 Kilometer bis Köln. Können noch ein klein bisschen mehr sagen. Wir fahren jetzt über Trier. Man müsste viel mehr Zeit hier haben. Dauert doch noch ein bisschen länger als gedacht. Es gibt jetzt erstmal eine kleine Rundfahrt über St. Augustin, Einkaufszentrum, nach Beuel und dann erst zurück nach Hause. Ja, jetzt sind ja schon einige Gäste ausgestiegen. Hier sind wir gerade im Beuel Bahnhof. Fast vor der Haustüre. Und dann bis zum nächsten Video. Macht es gut.